Moin erstmal. Wir haben Haushaltswoche hier im Bundestag. Das klingt erstmal langweilig, aber da geht es natürlich wirklich um ganz elementare Fragen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es werden fast 100 Milliarden Euro Schulden aufgenommen. Das ist in so einer Krise auch durchaus sinnvoll, aber die entscheidende Frage ist, wer zahlt das Ganze eigentlich? Und da sagen wir als Linke ganz eindeutig, das kann nicht sein, dass nach den nächsten Bundestagswahlen der Sozialstaat gekürzt wird, sondern jetzt muss man mal bei den Millionären und Milliardären etwas abholen. Dafür brauchen wir eine Vermögensteuer, wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe, um diese Krisenlasten zu bezahlen. Ganz einfach. Aber machbar. Und zum Zweiten packst du dir natürlich auch an den Kopf, dass gleichzeitig der Militäretat erhöht werden soll. Da sagen wir, wir brauchen das Geld für Schulen, für ein Top-Gesundheitssystem und nicht in weitere Aufrüstung. Das ist der völlig falsche Weg. Und mit diesen Forderungen gehen wir in dieser Haushaltswoche und werden dafür fighten.